Servus Camper Tobi. Grüß dich. Wir sind wieder. Ich weiß nicht, kennst du das Grüß dich noch? Ja, freilich. Das war aus was für einer Sendung? Egal, es war aus den 80er oder 90er Jahren. 90er Jahre, oder war das schon 2000? Ihr kennt das Grüß dich. Also, wir sind im Caravan Center Erding, beziehungsweise vor dem Caravan Center Erding und haben die große Ehre für eine ganz liebe Kundschaft, die derweil in Südafrika weilt und leider nicht nach Europa ausreisen kann, ein ganz tolles Auto zu überführen. Das machen wir die nächsten zwei Tage und werden dann am Sonntagvormittag im Campingcenter Mainfranken bei unserem lieben Freund Ralf Reiniger landen, wo das Fahrzeug noch ein bisschen zwischengelagert wird. Richtig. Das ist dieser schöne Concorde. Dazu aber demnächst mehr. Ich laufe dir wieder voll ins Bild. Ja. Das macht ja nichts. Du bist der Filmogen, wie du so gern sagst. Ja, nein, das glaube ich jetzt eher nicht. Nee. Ich weiß schon aus gutem Grund, dass ich mich hinter der Kamera versteckt habe. Also. Dieses Auto werden wir euch komplett zeigen in einer ausgiebigen Rundtour, damit die liebe Kundschaft auch sieht, was sie da Schönes gekauft hat. Ganz richtig. Tolle Geschichte, wartet drauf. Echt eine lustige Geschichte. Lustig, toll, keine Ahnung, spannend eigentlich. Gell? Ist eine spannende Geschichte. Das ist echt spannend. Ja, wir haben da eine richtige Ehre, das Fahrzeug jetzt ungefähr 300 Kilometer zu bewegen, weil in der Linergröße war ich jetzt noch nicht längere Zeit unterwegs. Wir müssen nachher noch ausknobeln, wer zuerst fährt. Richtig. Wir haben einen kleinen Konvoi vorbereitet. Ich habe für dich das kurze Holz vorbereitet. Ach so, okay. 100 fahren, gell? Ja. Mit sowas fährt man 100, 7,5 Tonnen. 100? Dazu sagen, ja, weil gehen wird eigentlich schneller. Schon, aber ich glaube, du willst gar nicht schneller fahren. Nein, ich fahre das Auto nicht. Ich habe da ein bisschen Angst. Also, während er hier getankt wird, diese schöne Concorde Cava, werden wir euch hier im Caravan Center Erding noch ein paar Autos vorstellen. Zum einen gibt es hier auch Knaus, den zeigen wir euch aber heute nicht. Nein. Sondern gerade frisch eingetroffen hier vom Concorde, ein Megaschiff. Das ist wirklich ein Megaschiff, ja. Ja. Irre. Lasst euch überraschen, ich gehe gleich über die Auszeichnung. Du hast auch noch einen tollen Wagen hier. Oh, du stehst gerade so praktisch neben dem Logo, dann nehmen wir die doch mal. Super. Naja, wenn wir schon da sind, dann nimmt man natürlich noch was mit. Und zwar den Nissan Bischof Ato. Ist ein Fahrzeug, mit dem ich mich auch schon eine ganze Zeit lang beschäftigt habe. Und natürlich toll für mich, jetzt mal da mit euch durchgehen zu können und das Ganze zeigen zu können. Schon ist einfach mit zwei Mikrofonen gleich. Gell? Ja. Immer neu. Ja, das haben wir bereits ausgeknobelt, wer das macht. Ich bin hier ein bisschen vorbelastet. Ja, nicht nur vorbelastet, auch da muss man Tobi jetzt auch den Vortritt lassen. Danke. Aber du darfst nachher mal reinschauen. Danke. Schönes Auto. Ist ein schönes Auto. 300.000 Euro, 2020er Modell. Los geht's, oder? Los geht's. Wieder. Ja, so, wir gehen weiter. Wahrscheinlich ich wieder nichts mit Kuschel und so weiter. Wir schauen sagen, mal habe uns ich noch an, wie der Tobi verschwindet. Ciao. Wir gehen mal rein. Und gehen mal hier zu diesem schönen Nissan und Bischof Ato. Das ist ein 18er Modell. Und ich habe das heute mal anders gemacht. Ich habe alle Klappen aufgemacht. Beim Filmen die Klappen wieder zuzumachen ist einfach schöner. Wir gehen mal kurz über die Auszeichnung drüber. Dann habt ihr alles an Daten, was ihr braucht. Nötigenfalls eben mit Standbild. Ja, das Fahrzeug hat knapp über 12.000 Kilometer gefahren. Ist ein Dreiachser, wie man sieht. Ist 8,76 Meter lang und 2,95 Meter hoch. Und ja, jetzt noch 30 Mal zu sagen, es ist ein super schönes Fahrzeug, glaube ich, kann ich mir sparen. Das ist er einfach. Das war er ja auch schon immer. Und nachdem ich ein bisschen detailverliebt bin, zeige ich hier mal was Schönes, nämlich diese ausziehbare Box. Ist zum Beispiel ein Detail, das ich so noch nicht kenne. Das heißt, ich mache das anstatt einer Klappe auf und habe dann eben diese Box, die ich dann wieder verschwinden lasse. Tolle Sache, immer alles parat. Diese ganz kleinen Details wie hier fülle ich Frischwasser auf, stecke meinen Strom an, habe den Alde-Heizungskamin, das heißt hier haben wir eine Alde-Warmwasserheizung verbaut. Wir haben eine schöne, große, geräumige Heckgarage und das schauen wir uns jetzt vielleicht dann von der anderen Seite noch an, das Strom-Compartment, wie man so schön sagt.
Und was ich ja ganz, ganz toll finde, ist hier dieser schöne Hintern. Also schon anmutend, sehr schön. Und wie gerade eben gesagt, gehen wir hier nochmal von der anderen Seite in die Heckgarage. Und sowas Schönes, Aufgeräumtes sieht man natürlich gerne. Ja, wir haben diese schöne Schublade, die ich im Detail gezeigt habe, auf der anderen Seite nochmal. Die ist dann hier unten drin. Und vorne auf der Beifahrerseite der Platz für 2 11er Gasflaschen. Und dann halten wir uns auch außen gar nicht mehr so lange auf, sondern schauen mal rein. So. Also, ganz kurz, Fiat Cockpit, das kennt ihr alle, den schönen Ausblick aus dem Integrierten kennt ihr auch alle. Wir haben hier schon das tolle Alpine drin, also da kann ich sagen, wirklich ein Spitzengerät. Und was ich jetzt auch interessant finde, also würde man mir wahrscheinlich diesen Stoff einfach auf den Tisch legen und mir zeigen, dann könnte es passieren, dass ich sage, naja, das ist nicht so meins. Aber hier drin, in dieser Kombination mit diesem Grau, finde ich es wirklich toll. Also muss ich sagen, gefällt mir. Ist nicht gelogen. Finde ich wunderschön, passt zum Fahrzeug. Vielleicht, ich probiere mal noch hier den Fahrersitz einzufangen. So sieht das aus. Ganz edel. Wirklich tolle, tolle Sache. So, der Blick nach hinten ist immer ein schöner Blick beim Integrierten. Wir haben hier Platz, richtig schön viel Platz. Auch diese zweite Bank hier in der Dinette, wirklich gelungen. Kann man überhaupt nicht meckern. Und was ich vorhin schon probieren durfte, was mir sehr gut gefällt, ist das Öffnungskonzept der Schränke. Und zwar ist so ziemlich alles so zu öffnen. Ich muss also nicht ziehen, sondern drücke und die Klappe geht auf. Nettes Detail. Und auch sehr praktisch. Geht natürlich bei allen Klappen so. Und weil wir auf der Seite noch eine dritte haben, machen wir die auch noch auf. Schränke sind schön tief. Geht also richtig was rein. Und mal zum Kochfeld. Also 3 Flammen. Und zwar 3 schöne große Flammen und weit genug auseinander, dass ich sicherlich auch diese 3 Flammen gleichzeitig nutzen kann. Das heißt, was nützen mir 3 Flammen, wenn ich nur 2 Töpfe stellen kann? Finde ich, ist immer eine wichtige Angelegenheit. So, ihr seht, wir haben hier eine Winkelküche drin und ein schönes rundes Waschbecken. Ganz, ganz schweres Material. Also das ist wirklich hier ganz massiv und auch schon auffällig, dieser Ablauf hier zum Beispiel zu öffnen und zu schließen. Von außen, wie man das oft eigentlich nur zu Hause hat. Fein. Natürlich haben wir hier einen Tower. Das heißt, schöner großer Kühlschrank, separates Gefrierfach und oben drüber dann den Backofen. Das heißt, alles da, was wir brauchen. So, und jetzt schauen wir uns mal den hinteren Teil an. Natürlich haben wir bei einem Fahrzeug dieser Länge ein ganz tolles Bad, das auch zum Raumbad umfunktioniert wird. Das schauen wir uns gleich an, aber natürlich mit einer Dusche in einer Größenordnung, wo man richtig, richtig super duschen kann. Die Waschbeckenseite, hallihallo.
schöne große Schublade, da geht ordentlich was rein und auch der Spiegelschrank hat wieder das System drücken und öffnen und auch ordentlich Platz. So, Raumbadfunktion mit dieser Tür hier, das heißt, ich schließe die ab und auch wieder ein Detail, was mir natürlich sofort ins Auge sticht, wenn es auch nur ein kleines ist, das ist zum Beispiel diese Schließe hier. Ja, also wirklich selten zu sehen, so eine massive Schließe, da bleibt die Tür auch zu. Und jetzt schauen wir uns das mal aus dem Blickwinkel vom Bett aus an. Ja gut, da sieht man jetzt gar nicht ganz so viel. Also hier ist abgeschlossen. Hier ist auch nochmal eine Schiebetür, um den Schlafbereich separat abzuschließen. Die lasse ich jetzt mal zu. Und gegenüber dem Waschbecken die Toilettenseite mit dem alten Heizkörper. Auch schön, ein wirklich schönes großes Fenster im Toilettenbereich und oben drüber wieder Schränke, Ablagemöglichkeiten. Also wirklich Stauraum en masse. So, dann einen Kleiderschrank, einen großen Kleiderschrank und hinten der alte Ausgleichsbehälter. Also hier kriegen wir ordentlich was rein. Und was ich auch sehr schön finde, sind diese vielen Bodenklappen vom doppelten Boden. Die ziehen sich über das ganze Fahrzeug. Hier haben wir zum Beispiel den Frischwassertank. Und vorne haben wir noch ein extra Fach, wo die Batterien sind und alle anderen Fächer sind leer, um Stauraum zu haben. Die Treppe zum Heckbett beinhaltet auch immer wieder Staufächer. Also hier kriegt man richtig was unter und sogar hier haben wir das System wie bei den Schrankklappen. Das ist ein sehr angenehmes System, dass wir nach oben ziehen und dann geht die Klappe nach unten. Alles schön beleuchtet. Wunderbar. Ja, der Schlafbereich. Natürlich ausreichend groß. Natürlich ausreichend Stauraum. Wunderbar. Und diese schönen beleuchteten Stilelemente in dieser Grasoptik runden das Ganze nicht nur ab, sondern sind wirklich, wirklich traumhaft schön. Wir haben hier hinten im Schlafbereich auch noch einen Fernseher. Da hängt er. Und alles wunderbar. Naja, ich werde schon wieder vom Tobi gesucht. Da ist er ja. Ja, da ist er ja. Ich wollte nur Tschüss sagen. Wie, du bist schon fertig? Ja, ich bin schon fertig. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mal kurz einen Teaser gemacht. Ich habe es den Zuschauern erklärt. Ich hatte das Fahrzeug ja schon mal ausführlicher vorgestellt. Na toll. Und hier wollte ich nur sagen, adieu, Baba, wir machen eine schöne Wochenendtour. Wir sehen uns wieder. Und ich bin dann mal raus. Ja, ich bin auch gleich raus. Bis doch. Bisschen brauche ich noch. Alles gut. Ja. Ein paar Schubladen und ein paar Klappen. Schönen Ciao. Morgen. Ja. Servus. Ciao. Ciao. So, der letzte Störenfried ist weg. Hier oben. Sehr günstig angebracht, der Ventilator, das heißt beim Kochen kann ich hier Gerüche, Dämpfe etc. abziehen. Die Winkelküche hatten wir schon kurz, wir schauen uns mal noch ein paar Klappen an, also die sind wirklich riesengroß. Alles läuft wie geschmiert, ganz, ganz feine Sache. So, damit ich euch das auch noch mal zeige, hier die Klappen im Boden, das heißt, schaut euch das mal an, da geht richtig was rein. Ja, und ist auch schon im warmen Bereich. Ganz toll. Eine Sache habe ich noch, die ich gerne herzeige.
Das ist hier die Steuerungszentrale, das Haltepanel, das Steuerungspanel für das ganze Fahrzeug und auch das Victron-Panel. Also hier sind wir sicherlich rundum gut unterwegs, auch im Eingangsbereich. Schöne kleine nützliche Klappen. Und hier sehe ich noch was Feines. Das ist die SAT-Anlage. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts, außer wirklich ein tolles Fahrzeug. Wir haben hier, wenn wir jetzt zum Beispiel die Tür nochmal zumachen zum Raumbad von außen, auch wieder dieses schöne Grasdekor. Also das ist wirklich fantastisch. Ja, das muss man mal wirken lassen. Schaut euch das an, am besten live. Ist wirklich ein Besuch wert, nicht nur wegen dem Fahrzeug, auch wegen dem Händler. Traumhaft schön. Ja, und damit darf ich mich verabschieden. Ich muss weiter mit dem Tobi. Wir haben ja dieses wunderschöne Fahrzeug zu überführen. Auch da seht ihr wieder sicherlich noch einige Eindrücke. Und schaut euch das Fahrzeug an, hier in Erding, wenn es euch interessiert. Schauen wir uns jetzt noch mal kurz die schöne Front an. Wirklich schöne Front. Und damit verabschiede ich mich dann auch bis zum nächsten Video. Und wünsche euch was. Bis bald.